Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ich gerade alles erlebt habe, das muss ich sofort Naomi erzählen. Und zwar schnell, bevor Papa wieder nach Hause kommt. Oh, hi Bello. Okay, jetzt aber schnell zum Schreibtisch. Stift in die Hand. Liebe Naomi, also ich habe dir ja schon einen Brief geschrieben, aber ich muss dir jetzt direkt noch einen Brief schreiben. Weil was ich jetzt heute noch erlebt habe, das glaubst du gar nicht. Also, das letzte Mal, also im letzten Brief habe ich dir erzählt, wie Papa mich im Einkaufszentrum vergessen hat. Und da war ja dann diese doofe im Kosmetikladen, diese blöde Frau. Und Papa hat sich tatsächlich jetzt einmal mit der verabredet, weil bei ihm hat er so getan, als wäre sie nett. Und dann bin ich vorhin doch einfach hinterhergegangen, um mir das anzugucken, ob die sich wirklich verabredet haben. Und also, was da passiert ist, das muss ich dir jetzt mal erzählen. Jetzt bin ich ja aber ganz schnell mit dem Fahrrad hergeradelt. Hier wieder ins Einkaufszentrum. Also, wenn ich recht habe und Papa sich mit dieser Frau aus dem Kosmetikshop treffen will, dann finde ich hier wahrscheinlich den ersten Anhaltspunkt. Okay, warte, hier ist ja der Laden. Oh Mann, ich bin echt total aus der Puste. Okay, nee, hier ist aber niemand. Oh, da ist ja die nette Security Lady. Hallo? Oh, hallo. Moment mal, bist du nicht der Junge, der hier neulich mit seinem Vater war? Oh, sag bloß nicht, du bist schon wieder verloren gegangen. Nein, also das war ja heute Morgen. Und nee, also ich suche tatsächlich jetzt gerade, also schon suche ich bei Papa, aber ich suche auch die Frau, die hier in dem Laden arbeitet. Ist die noch hier? Nee, die hat früher Feierabend gemacht heute. Die ist mit einem netten Herrn weggegangen. Oh nein, das muss dein Papa gewesen sein. Dann hatte ich wohl recht, dann sind die wirklich ausgegangen. Wo sind die denn hin? Huch, du bist ja ganz aufgeregt. Naja, die sind, glaube ich, nach oben gefahren aufs Dach. Okay, alles klar, danke. Dann gucke ich da mal nach. Bis später. So, dann muss ich jetzt hier in den dritten Stock oder wie? Ich fahr mal hoch. Dann schaue ich mal, ob die hier vielleicht irgendwo sind. Hier drüben bei den Toiletten oder so. Naja, das ist ja Quatsch. Vielleicht hier. Das ist doch eigentlich ganz hübsch. Hier haben doch bestimmt Leute Dates. Ah, hier ist aber keiner. Oh, voll cool hier. Warum ist Papa hier nicht mit mir hingegangen? Okay, also hier war die auf jeden Fall dich. Vielleicht auf der anderen Seite. Oh ja, ich glaube da drüben, da sehe ich sie doch. Und was möchtest du gerne essen? Ich lade dich ein. Oh, wirklich? Ach, du bist ein wahrer Gentleman. Ich glaube, ich hätte vielleicht gerne so eine Bowl oder so. Ja, das gibt's doch nicht. Die guckt ja irgendwie total verknallt. Und Papa guckt auch eigentlich ganz zufrieden, aber oh, das geht doch nicht. Die kann doch wohl nicht meine neue Stiefmutter werden oder so. Die war schließlich total gemein zu mir und jetzt spielt sie Papa einfach irgendwas vor. Ich muss mir schnell irgendwas überlegen, um das zu verhindern, dass sie sich verlieben. Ja, genau. Und für mich dann auch noch die Bowl mit den Garnelen. Such dir doch schon mal einen Platz, wo wir uns dann gleich hinsetzen und uns ein bisschen unterhalten können. Ja, gerne. Ich freue mich. Okay, wie kann ich jetzt verhindern, dass die beiden ein schönes Date haben? Ah, ich hab voll die Idee. Entschuldigung? Ja. Sag mal, arbeitest du hier? Wonach sieht's denn sonst aus? Ich hab immerhin dieses komische Kostüm ja an. Ja, ich räume mir halt so die Bubble Teas weg und so. Also, sind die blonde Frau da drüben? Du sagst, das Kostüm sieht total lächerlich aus und außerdem sieht die Frisur auch doof aus. Was? Echt jetzt? Das hat sie gesagt? Was für eine Frechheit. Vielen Dank für das Essen und Rest ist Trinkgeld. Oh Mist, da kommt Papa. Ich geh schnell weg. So, hier kommt mich schon mit dem Essen. Oh, hier ist ja gar kein Platz auf dem Tisch. Entschuldigung, da hinten könnt ihr das hier bitte mal sauber machen. Ach, die hat vielleicht Nerv, mich jetzt hier auch noch so rumzukommandieren. Ja, ich komme sofort und räume es weg. Oh, Entschuldigung, ich mache Ihnen kurz Platz. So, dann nehme ich das mal und. Ups! Oh nein, jetzt ist der ganze Bubble Tea auf ihren Klamotten gelandet. Oh, das ist ja wirklich unglaublich! Können Sie denn nicht aufpassen? Oh nein, was für ein unglücklicher Unfall. Haben Sie vielleicht ein paar Tücher? Ja, ich hole sofort was. Ach, das hat sie wirklich verdient. Ein paar Tücher ist gut. Mein komplettes Outfit ist ruiniert. Ah, jetzt beruhig dich doch erstmal. Naja, wollen wir vielleicht
trotzdem jetzt hier was essen, oder? Nee, also auf diesen Laden habe ich gar keine Lust mehr. Ja, okay, dann frage ich mal, ob ich das Essen zurückgehen lassen kann. Hihihi, der Plan hat ja wirklich ausgezeichnet funktioniert. Und was war jetzt mit dem Essen nicht in Ordnung? Nee, es liegt nicht an dem Essen, aber meine Begleitung möchte doch jetzt lieber woanders hin. Immerhin wurde sie mit dem Bubble Tea komplett nass gemacht. Jetzt werden die bestimmt nicht mehr miteinander ausgehen. Oh nein, da kommen sie rüber. Ich versteck mich hier. Irgendwo. Oh, tut mir leid, dass ich gerade so aufbrausend war. Ach, ich bin einfach total fertig. Aber naja, sie hat mir jetzt Tücher gebracht und mir geht's jetzt wieder besser. Wollen wir dann vielleicht unsere Verabredung woanders fortsetzen? Ja, also ich kenne da einen ganz tollen Street-Food-Market. Da könnten wir doch vielleicht hin. Okay, schön. Ja, dann lass uns doch dahin gehen. Was? Habe ich das gerade richtig gehört? Die gehen doch noch miteinander aus? Okay, aber zum Street-Food-Markt, da muss ich hinterher. Ich muss verhindern, dass die meine neue Stiefmutter wird. Also, wo möchtest du denn jetzt am liebsten essen? Also, hier gibt es ja wirklich einige Optionen. Also hier gibt es ja erstmal die gleichen Bowls wie vorhin in der Mall. Aber nee, da habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gefühl bei. Lass uns mal weitergehen. Vielleicht hier was? Und einen leckeren Donut oder vielleicht ein Cupcake oder ein Küchlein. Also was Süßes für die Süße. Oh, Naja, nee, also eigentlich lieber was Richtiges zu essen. Und außerdem guckt die Dame so unfreundlich. Okay, ja gut, du bist ja jetzt nicht so einfach zufriedenzustellen. Aber dann lass uns doch noch mal weiterschauen. Aber die benimmt sich echt überhaupt nicht nett. Also, Papa gibt hier so viele Optionen und sagt einfach zu allem Nein. Wie wäre es denn hier mit ein bisschen Fisch und Chips? Das schmeckt doch auch gut. Ernsthaft? Fisch und Chips? Also, fettiger geht's auch nicht. Und außerdem, guck dir mal den Typen an, der da die Sachen verkauft. Der sieht auch total seltsam aus. Und hier bei dem Pizzastand, da ist einfach eine Ente und ein Hund. Also, das ist auch ganz schön unhygienisch. Ah ja, okay. Dann ist ja wahrscheinlich hier Burger und Pommes auch nichts für dich. Naja, hier gibt es auch noch mal ein paar scharfe Bowls. Wäre das was für dich? Nee, so scharf esse ich nicht. Also, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Ach, echt schwierig, ehrlich gesagt. Vielleicht Sushi? Also, noch weiter nach hinten geht sie ja jetzt auch nicht. Ja, Sushi ist super. Und außerdem, hier sieht's ja auch mal vernünftig aus. So. Gut, dann haben wir ja jetzt endlich was gefunden, was wir essen können. Also, ich hätte dann gerne Onigiri und Nigiri und noch Mati. Ein Moment, eins nach dem anderen. So schnell komme ich da jetzt gerade nicht mit. Ach, und dann bitte noch was mit Avocado und noch am besten eine ganze Sushi-Platte dazu. Oh, mach mal ein bisschen langsam. Also, die gute Dame kommt ja gar nicht mit, das alles fertig zu machen und überhaupt aufzuschreiben, was du alles möchtest. Ach, Quark, das ist doch ihr Job, sich das alles zu merken und fertig zu machen. Bezahlst du eigentlich wieder? Boah, die benimmt sich ja wirklich total daneben. Das ist ja unglaublich. Also, dass Papa das einfach durchgehen lässt. Okay, also davon wollten sie was und dann hiervon noch was und ach, das muss ich erstmal klein schneiden. So, schnipp, schnipp, schnipp und das hier auch nochmal. So, erstmal alles fertig machen. Entschuldigung, ich habe inzwischen wirklich Hunger. Also geht das nicht vielleicht etwas schneller? Ach, ich mache ja schon so schnell, wie ich kann. Also, entschuldige mal, die gute Frau macht so schnell, wie sie kann. Jetzt hätte sie doch nicht auch noch. So, hier bitteschön, die ganze Bestellung und noch mit Avocado und Mango und alles, was Sie haben wollten. Ja, na, das wird's ja auch Zeit. Dann probiere ich mal. Das schmeckt wirklich köstlich. Immerhin, das haben Sie gut hinbekommen. Ja, da kann ich nur zustimmen. Wirklich ausgezeichnet. Oh Mist, jetzt wo es den beiden schmeckt, da hat Papa wohl vergessen, wie daneben sie sich benommen hat. Oh nein. Das freut mich aber sehr, dass es ihm geschmeckt hat. So, ein habe ich noch über. Wollen wir uns das vielleicht teilen? Oh, aber gerne doch. Hier, bitteschön, iss es ruhig ganz. Oh Mann, das ist voll unangenehm, da jetzt zuzugucken. Die sind ja nur am Flirten, voll peinlich.
Oh Mann, ich will nicht, dass das meine neue Stiefmutter wird. Oh, Moment mal, ich habe aber gerade eine richtig tolle Idee. Meinte sie vorhin nicht, sie mag keine Enten? Okay, meine Entenfreunde, jetzt mischt die beiden mal ganz schön auf. Hihihi. Huh? Was ist denn jetzt los? Wo kommen denn jetzt plötzlich die Enten her? Also, was ist das nur hier bei diesem Streetshow-Markt mit den Enten? Können Sie da nicht besser drauf aufpassen? Das ist ja wohl eine Frechheit. Aber, da kann doch die gute Dame jetzt nichts für. Nee, also da gibt's auch kein Trinkgeld für. Also entschuldige mal, das hast du ja wohl nicht zu entscheiden. Immerhin bezahle ich ja für das Date. Was stellst du dich eigentlich immer auf die Seite von den Leuten hier, die hier arbeiten? Also du musst dich jetzt entscheiden, ich oder die. Also das fällt mir wirklich immer einfacher. Ich entscheide mich vor allem gegen dich. Also du benimmst dich hier wirklich, das will ich gar nicht in Worte fassen. Ha, und ich dachte, du wärst ein Gentleman. Na dann, auf Nimmerwiedersehen. Bitte entschuldigen Sie meine Begleitung. Also, Sie bekommen natürlich das gesamte Geld und natürlich noch ein Trinkgeld. Also, da können Sie ja nichts für hier mit den Enten. Und für den ganzen Stress entschuldige ich mich auch. Oh Mann, echt nochmal gut gegangen. Ich glaube, da kann ich Papa doch mehr selbst zutrauen, was die Partnerwahl angeht. Also, das Problem hat sich ja jetzt echt von selbst geklärt. Jupp, so ist das dann gelaufen. Und ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass das meine neue Stiefmutter wird. Und ich bin auch rechtzeitig wieder zurück zu Hause gewesen, bevor Papa kommt. Peppa, ich bin wieder zu Hause. Ich muss dir erstmal erzählen, was mir so passiert ist. Peppa, du bist doch wohl nicht in meinem Büro, oder? Oh, Papa ist wieder da. Ich muss jetzt aufhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Peppa.